Und dann wirst du merken, da bist du krisensicher. 100% krisensicher. Da kann kommen, was will. Du stehst ruhig, geerdet und 100% stabil in deinem eigenen Leben. Mit all deinen Themen, die in deinem Leben stattfinden. Und so kommst du wirklich grandios durch eine Krise. Das wette ich mit dir, und zwar jetzt sofort. In diesem Video habe ich einige Tipps für dich persönlich, die dich durch eine persönliche Krise, vielleicht mit deinem Geschäft, vielleicht mit deinem Business oder auf diese Krise, die jetzt wirklich schon da ist und noch wie ein großer Sturm auf uns zurollt. Damit will ich dir nicht Angst machen oder dich zu verunsichern. Es geht jetzt nur darum, den Blick zu schärfen und nicht blindlings zu glauben, das ist gleich alles wieder vorbei. Wir können es überall beobachten. Die Medien schreiben bereits darüber, unsere Regierungsvertreter kündigen es da und dort an, bereiten das Volk auf eine Krisensituation vor. Was sind die einzelnen Themen? Einige davon. Wir haben ein Gesundheitsthema, noch immer. Wie sieht das im Herbst-Winter aus? Ein Energie-, Öl- und Gasthema, wissen wir alle. Wie sieht das im Herbst-Winter aus? Ein Nahrungsmittelthema kommt auf uns zu. Das Geldthema, aktuell auch ein Thema. Inflation. In der Türkei Inflation 70%. In Argentinien 80% oder 70%. Wie sieht das bei uns aus? In welche Richtung entwickelt sich das alles? Und wir beobachten, dass in der breiten Bevölkerung langsam Unsicherheit herrscht. Man weiß jetzt nicht mehr, wie kann man sich da jetzt orientieren? Wie kann man sich vorbereiten? Wie kann man damit umgehen? Und es geht jetzt darum, für sich selber wichtige Punkte zu haben, so Eckpfeiler, wie man mit einer Krise, wie diese auch immer aussieht, wie stark diese immer wird, dass man sich da jetzt vorbereiten kann und für sich selber einen Weg findet, damit eben umzugehen, um eben für sich selber klar zu bleiben, ruhig zu bleiben und voll handlungsfähig zu bleiben. Man kann natürlich auch sagen, das legt sich alles wieder, dramatisier doch nicht so. Das ist in ein paar Monaten vorbei. Kann man auch machen. Auf jeden Fall. Und das machen jetzt auch sehr viele. Es kann allerdings sein, dass der Aufwachprozess aus solch einer Illusion massiv sein könnte. Darum schauen wir doch einfach jetzt hin und schauen wir, wie wir selber persönlich mit dieser Situation umgehen können. Und hier sind meine Tipps. Informiere dich. Schau, was aktuell passiert. Und das Wichtige dabei, versuch die Wertung rauszunehmen. Verurteile es nicht, kritisiere nicht, schau einfach nur hin und schau, was aktuell passiert. Schau in verschiedenen Medien, vielleicht nicht nur im Mainstream, schau auch andere Medien und schau, was sich aktuell tut. Und das Wichtige, orientiere dich nicht an dem, was jetzt außen passiert, sondern orientiere dich jetzt an dir selber, an deiner Freude. Orientiere dich an dem, was dir selber Freude macht. Schau, wo kommt bei dir Energie? Wo kommt Freude? Was sind aktuell deine Projekte? Starte diese Projekte jetzt. Denn auch jetzt ist die Energie da, um solche Projekte in die Umsetzung zu bringen. Denn eine Krise hat immer zwei Seiten. Auf der einen Seite Rückzug, Energie zieht sich zusammen, und auf der anderen Seite aufstrebend. Energie geht nach oben, Energie geht nach außen. Und genau diese Energie kannst du jetzt für dich selber nutzen, für deine eigenen Projekte, für das, was du jetzt starten möchtest. Starte jetzt. Wie? Was? In einer Krise sollte ich meine Projekte starten? Ja, ganz genau. In deinem eigenen Universum herrscht Krise oder nicht, das entscheiden wir selber. In unserem eigenen Universum spielt einer die Hauptrolle und das bist du. Darum können wir auch jetzt diese Dinge starten, in unserem Universum. Wir brauchen jetzt nicht die Welt zu retten, gleichzeitig auch nicht die Welt zu bekämpfen, die Welt zu verurteilen oder das, was jetzt alles passiert. Ganz leicht, und das machen jetzt auch viele, und du siehst, bei solchen Menschen geht die Energie jetzt weg. Und ja, natürlich,
auch ein bisschen Vorsorge zu machen. Es schadet nicht, einen Sack Reis, 5 Kilo oder 10 Kilo zu Hause zu haben, den man vielleicht aktuell noch nicht braucht. Warum denn nicht? Und jetzt der ganz wichtige Tipp. Normal ist es so, wenn ein Konflikt in unserem Leben ist, privat oder geschäftlich oder vielleicht von außen, dann ist es bei vielen Menschen so, dass wir sofort und sehr schnell in die Reaktion gehen. Wir wollen uns sofort verteidigen, wir wollen sofort uns rechtfertigen, wir wollen uns sofort erklären. Wir gehen sofort in die Reaktion. Und in anderen Videos habe ich oft schon beschrieben, unser Kopf-Ego-Denken ist sehr oft in Reaktion. Und in einer Krisensituation geht es darum, gerade jetzt, wenn eine Krise auf uns zukommt, nicht in Reaktion zu gehen, nicht in eine blitzschnelle Reaktion zu gehen. Das heißt, ruhig zu bleiben, abzuwarten. Ruhig mal eine Nacht drüber schlafen, bevor man reagiert, bevor man eine schnelle Handlung setzt. Zurückzugehen, zu schauen, was passiert. Und mancher Sturm geht einfach durch. Und so können wir bei Krisen das auch machen. Wir können diese Krise einfach durchfließen lassen. Das ist ein absolutes Naturgesetz, die Dinge durchfließen zu lassen und sie nicht aufnehmen, reagieren und zurückwerfen. Das ist katastrophal, da verlieren wir unheimlich viel Energie. Wir können es machen oder vielleicht sollten wir es machen wie die Natur. Ein Baum zum Beispiel, seine Äste sind flexibel. Wenn Schnee drauf fällt, dann ist er flexibel. Und wenn der Schnee weg ist, dann ist er wieder in seiner Ausgangslage oder Ausgangssituation. Und jetzt geht es darum, flexibel zu sein. Die Dinge laufen zu lassen, die Dinge fließen zu lassen. Das ist übrigens eines der wichtigsten Naturgesetze überhaupt, dass im normalen Business, im normalen Management und auch bei vielen Menschen im privaten Bereich fast keine Rolle mehr spielt. Es wird immer Druck gemacht oder reagiert oder schnell oder viel oder noch mehr oder keine Ahnung. Weißt du, diese Dinge, die sind einfach natürlich, dieses Fließen lassen, dieses Durchlassen, dieses Passieren kommen lassen, nicht in die Bewertung zu gehen, offen zu sein und ruhig zu bleiben, nicht in Reaktion zu gehen. Und darum geht es jetzt. Und darum geht es auch jetzt, wenn diese Dinge auf uns zukommen. Denn diese Dinge können wir alle nicht mehr kontrollieren. Das passiert jetzt einfach. Und du wirst sagen, ja, ich weiß schon, wer daran schuld ist oder wer das... Darum geht es jetzt nicht. Es geht jetzt nicht darum, den Schuldigen herauszufinden. Es geht jetzt darum, damit umzugehen und im eigenen Universum eben sauber zu bleiben, klar zu sein und zu wissen, wie soll ich jetzt mit dieser Situation umgehen? Wie soll ich es jetzt machen? Was kann ich tun oder was mache ich jetzt besser nicht? Und dann wirst du merken, da bist du krisensicher. 100% krisensicher. Da kann kommen, was will. Du stehst ruhig, geerdet und 100% stabil in deinem eigenen Leben. Mit all deinen Themen, die in deinem Leben stattfinden. Und so kommst du wirklich grandios durch eine Krise. Das wette ich mit dir, und zwar jetzt sofort. Folge deiner Freude. Orientiere dich an dir. Schau, was möchtest du jetzt umsetzen? Und informiere dich. Glaub nicht alles. Stell die Dinge in Frage, aber kritisiere und verurteile nicht. Bleib neutral, bleib komplett sauber in deinem Universum. Geh nicht in Reaktion. Abwarten, Tee trinken, eine Nacht drüber schlafen. Besonnen handeln und nicht vorschnell reagieren, reflexartig. Dann wirst du sehen, da kann kommen, was will. Und ich hoffe, du bist auch nächstes Mal wieder dabei beim nächsten Video. Ich freue mich darauf. Servus!